Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es im Titel gelesen, Food Diary Time. Voll viele haben das gefragt, ob ich das wieder drehen kann. Und ich war jetzt die ganze Zeit nicht so in der Laune. Das hatte ich ja in meinem Daily Vlog schon gesagt, dass das bei mir ein bisschen schleifen gelassen wurde. Was total normal ist. Ich meine, man hat Phasen, da hat man Bock drauf. Man hat Phasen, da hat man keinen Bock drauf. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock. Heute Abend geht es auch ins Gym. Ich werde euch ganz, ganz viele leckere, gesunde Rezepte geben. Auch ziemlich leichte für den Sommer. Meistens vegetarisch. Vegan weiß ich nicht. Ich esse noch Eier und sowas. Aber ich versuche meinen Fleischkonsum momentan wirklich sehr weit runter zu reduzieren. Genauso wie Fisch. Also ich esse es nicht wirklich sehr oft, aber das werde ich trotzdem weiterhin essen. Ignoriert bitte erstmal auch meinen Look. Schlafe heute Nacht wirklich ein Fremdwort. Wir kamen aus Mallorca zurück. Es war sehr, sehr chaotisch. Und wir waren, glaube ich, erst um 3 oder sowas zu Hause, also relativ spät. Und dementsprechend früh mussten wir auch heute Morgen wieder aufstehen. Ich muss noch die Koffer alle ausräumen, Wäsche waschen. Aber kommen wir erstmal zum Einkauf. Ich war beim Aldi. Normalerweise ist es immer einer der günstigsten Läden, was Essen angeht. Und ich kaufe da ganz gerne ein. Da gibt es nur leider nicht immer alles unverpackt. Also bitte verurteilt mich nicht. Alles das, was ich unverpackt finde, kaufe ich auch. Aber ihr werdet leider auch noch viel Plastik finden. Aber ich versuche daran zu arbeiten. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich finde es schon sehr, sehr teuer, wenn ich zum Beispiel zum Teegut gehe. Da sind wirklich sehr viele Sachen unverpackt. Nicht alles, aber vieles. Da zahlst du teilweise 2, 3 Euro mehr. Ist kein Spaß. Also müsst ihr mal vergleichen und das sehe ich momentan. Es tut mir leid, aber nicht ein. Also irgendwo ist auch eine Grenze. Genau, aber fangen wir mal an. Also, wir haben hier so kleine Tomaten. Die brauche ich nämlich vom Salat. Die müssen so klein sein. Ein Lachs mitgenommen. Eine Gurke. Pfirsiche. Romana-Salat. Zitronen. Zweimal frische Milch. Dann habe ich hier einmal eingefrorene Garnelen gekauft. Ein neues Aufbackbaguette, Apfelsaft, Babyspinat, Himbeeren, Maiskolben, den wir grillen am Sonntag, eine Riesenpackung Möhren zum Snacken, Heidelbeeren, die sind sogar regional, Radieschen, 10 Eier, Champignons, Limetten, Lauchzwiebeln, einmal passierte Tomaten, hier so Honey Peppers, Pimientos, ich bin da so auf den Geschmack gekommen, gerade in Mallorca, wir hatten die erst. So lecker. Zweimal Feta-Käse, Knoblauch, zweimal Quark, Zwiebeln, Bananen, Mozzarella. Dann habe ich viermal Proteinpudding mitgenommen, zweimal Schoko, zweimal Vanille, griechischen Joghurt, Schmand und zwei Avocados, eine neue Butter, Frischkäse und neue Haferflocken und noch eine Wassermelone, die steht hier. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat. Ich glaube, pro Kilo kosten die jetzt 1,30 oder sowas. Also in Ordnung, kann man sagen. Das hier ist übrigens Couscous, nicht dass ihr euch wundert. Ich habe da jetzt leider keine genauen Mengenangaben, aber ich schütte einfach mal ein bisschen was rein. Sollte langen. Und Couscous lässt man eigentlich nur quellen in heißem Wasser. 10-15 Minuten ungefähr. Da ist übrigens Gemüsebrühe drin, dass der einfach ein bisschen besser schmeckt. Ich habe da jetzt noch ein bisschen was Eigenes reingeschnippelt, ein Radieschen und Frühlingszwiebeln. Die waren eigentlich im Rezept nicht vorgegeben, aber ja, so schmeckt es ein bisschen besser, ist ein bisschen frischer. Und das ist jetzt erstmal mein Mittagessen. Eigentlich die ganze Schüssel, aber ich will jetzt erstmal nicht den ganzen Teller hier verhauen.
Fertig ist mein Snack. Den kann ich jetzt natürlich noch nicht essen. Später dann dafür. Bleibt jetzt 3 Stunden im Kühlschrank. Im Eisfach. So, es ist Zeit fürs Abendessen. Ich habe mir gedacht, dass wir heute Karotten im Ofen machen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Öl, Paprika, Salz und Pfeffer zusammen gemischt. Das kommt jetzt da drauf. Ich habe mich gerade noch dazu entschieden, einfach gefüllte Champignons zu machen. Und anstelle von Mozzarella oder Reibekäse habe ich da jetzt Feta-Käse drauf gemacht. Den Rest habe ich über die Karotten verteilt. Das kommt jetzt erstmal in den Backofen. Dann habe ich hier noch diese Pimientos gewaschen. Die mache ich dann gleich in der Pfanne und dazu gibt es dann Hummus. Jetzt das Abendessen, habe ich euch ja schon gesagt, was gibt Halloumi, Karotten aus dem Ofen und gefüllte Champignons und Pimientos. Was gibt es jetzt noch zum Fernsehen? Das ist das, was ich vorhin gemacht habe mit dem Proteinjoghurt, dem Pudding. Dann haben wir hier noch Melone und Kirschen. Ich versuche immer morgens was zu essen. Ich bin da drin mittlerweile echt sehr schlecht, aber ich gebe mir Mühe. Deswegen heute 2 Eier, bisschen Joghurt mit Früchten und eine Kiwi und dann noch einen Kaffee. Und jetzt mache ich gerade mit ILS hier weiter. Ihr braucht hier einmal Sojasauce. Ich habe die jetzt noch vom Asiaten. Gebt ihr ein bisschen was drüber. Dann Mayonnaise. Und Sriracha Mayo. Lachsmilch. Und dann wird das alles miteinander vermengt. So sieht das fertige Essen aus. Eigentlich kommen da noch so Wantan, glaube ich, heißen die Blätter, also Seetangblätter dazu. Aber ich habe gerade keine, deswegen esse ich es jetzt so. Schmeckt richtig lecker. Das war mal auf TikTok ein richtiger Trend. Aber ich esse es trotzdem noch ganz gerne. Ich habe es heute nicht geschafft, mich zu schminken. Ich habe nicht mega, mega viel zu tun gehabt, aber wir haben jetzt 6:30 und ich wollte mir für morgen mein Frühstück vorbereiten. Und zwar Overnight Oats. Ich dachte mir, ich zeige euch das einfach noch in dem Video. Und dann machen wir noch Abendessen. Ich habe noch keine Ahnung, was wir machen. Ich habe mich in dem Video auch nicht wirklich oft gemeldet. Deswegen wollte ich das gerade einmal nachholen. Ich habe auf Instagram hier gerade ein Rezept gefunden. Und das machen wir jetzt einmal nach. Ich benutze hier diese Ball Mason Gläser. Ich hoffe, man spricht das aus. Ich bin da drin 0,0 Experte. Und ich wiege das jetzt alles ab, damit das die genauen Mengenangaben gibt, beziehungsweise ich eine dicke Konsistenz bekomme. Aber ansonsten wiege ich mein Essen normalerweise nicht ab. Also ich mache das auch nicht für die Kalorien oder so. Ich habe hier allerdings fürs Topping, also für die Schokoladendecke, was oben drauf kommt, zuckerfreie Schokolade. Also da ist Zuckerersatz drin. Die gibt es bei Coro, habe ich mal bestellt. Ihr könnt aber auch einfach Zartbitterschokolade nehmen, falls ihr das jetzt nicht habt. Das ist auch günstiger. Und genau, dann würde ich sagen, switchen wir die Position drum und ich zeig's euch.
Ich habe jetzt einmal hier Karotten nochmal im Ofen wie gestern. Ich habe den restlichen Schafskäse darüber verteilt und die Champignons nochmal gemacht. Ich habe heute allerdings Speck reingemacht, weil wir den noch offen hatten. Das wandert jetzt für 20, 25 Minuten in den Ofen. Und dazu habe ich mir, habt ihr auch gesehen, so Gurkensushi gemacht. Allerdings ohne Lachs, ich mag das nicht. Radieschen, Paprika und ein bisschen Frischkäse. Und das esse ich dann alles zusammen gleich. Jetzt ist es fertig. War jetzt ungefähr 20 Minuten im Ofen und das esse ich jetzt. Wir haben immer noch Abend, ich bin immer noch ungeschminkt und irgendwie hat es mich jetzt auch noch erwischt. Es ist kein Corona, sondern eine Erkältung. Aber ich mache mir jetzt noch, weil es einfach Realität ist, einen Wrap mit Nutella. Der kommt in Toaster, das ist so gut. Und Philipp hat sich gerade Protein-Pancakes gemacht. Den einen habe ich verkackt. Sagst du auch? Bisschen, oh, das schmeckt so krass mit Vanille. Ja? Tee habe ich mir jetzt auch noch gemacht und zwar ist das hier nordische Beere, kann ich euch sehr empfehlen. Ist eigentlich ein Wintertee und eigentlich auch viel zu warm für 31 Grad draußen, aber das macht man nicht alles, um wieder gesund zu werden. Und hier ist mein fertig getoastetes Nutella-Wrapchen. Ich will mal gucken, dass ich morgen oder vielleicht am Montag nochmal Protein-Wraps finde, dann ist es noch ein bisschen besser, aber die gehen auch. Good morning. Ja, ihr hören könnt mich jetzt. Sehr erwischt und ich fühle mich gar nicht gut. Ich wollte aber jetzt trotzdem das Video beenden und mit euch zusammen nochmal das Porridge hier testen. Die Schokolade ist richtig fest geworden. Ja, wollen wir es mal ausprobieren. Mmh. Schmeckt richtig lecker. Das werde ich gleich essen. Ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit ein paar Rezepten. Jetzt werde ich euch auch wieder mit ins Fitnessstudio nehmen, aber erst dann, wenn es mir besser geht. Das sollte eigentlich gar nicht so sein. Ich war nämlich einmal im Fitnessstudio und wollte gerade wieder in meinen Flow reinkommen. Aber jetzt kuriere ich mich erstmal aus, das ist auch wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.